dass Sie also einen Einblick bekommen, was ist heute Stand der Hivestechnik, was kann man tun. Ich werde auch über Investitionskosten sprechen, über eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und ich werde auch über Flächenheizungssysteme sprechen. Also nicht nur über Heizkessel, sondern auch über die Heizungssysteme. Es ist also auch ein wichtiger Punkt, der gern übersehen wird. Ich bin seit 18 Jahren als Energieberater tätig mit dem Schwerpunkt Heiztechnik. Das ist also von daher schon seit langer Zeit mein Schwerpunkt in der Beratung, aber natürlich mache ich auch Dämmung und solche Dinge. Aber wie gesagt, die Heiztechnik ist der Schwerpunkt. Es gibt einen Beschluss der Europäischen Union seit Juli 2009. Die Gebäude müssen ab 2019 ihre Energie selbst produzieren und bis 2020 müssen die Treibhausgase um 20% gesenkt werden, ebenso der Energieverbrauch. Also es ist ein ganz wichtiger Beschluss, der damals gefasst worden ist, der aber bis heute von der Presse nicht wirklich transportiert wird. Auch die Politiker, kaum dass jemand drüber spricht. Also es ist so, man wird so unterm Tisch gehandelt. Ist aber ein ganz entscheidender Beschluss für Ihre Entscheidungen, wenn Sie sanieren, wenn Sie neu bauen, dass man sagt, ich will ja schon was tun, was ohnehin in Zukunft vorgeschrieben wird. Und da geht es also los, Ende 2018 ist sicherzustellen, dass alle neu gebauten Gebäude so viel Energie erzeugen, wie sie gleichzeitig verbrauchen. Das heißt also, man kann sicher nicht in jedem Gebäude die Energie selbst erzeugen, sondern man kann durchaus eine Energie einsetzen, aber es muss eine einheimische Energie sein. Also Öl und Gas scheiden aus. Und einheimische Energien werde ich ja heute einiges auch darüber erzählen, was es da gibt. Die einzelnen Regierungen sollen festlegen, wie hoch der Anteil der Null-Energiehäuser bei bestehenden Gebäuden, also bei bestehenden, nicht bei Neubauten, bis 2020 sein sollen. Und öffentliche Einrichtungen sollen eine Vorreiterrolle übernehmen. Dies betrifft in Deutschland 18 Millionen Gebäude und EU-weit sind 160 Millionen Gebäude. Also es ist eine Herkulesaufgabe, die da vor uns steht, die nächsten 10 Jahre. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo verbrauchen wir die meiste Energie in einem Gebäude. Und da sehen Sie schon, die Beleuchtung ist es nicht. Das ist 1% des gesamten Energieverbrauchs in einem Einfamilienhaus. Das Kochen sind 4%, Elektrogeräte allgemein 6%, die Warmwasserbereitung 12%, die schwankt allerdings sehr stark, weil je nachdem wie stark die Familie ist, ob es 2 Personen sind oder 4 oder 6, aber das kann zwischen 12 und 20% schwanken. Aber die Heizung, das ist unser Hauptthema heute, das ist 77%, also hier hat man das größte Einsparpotenzial. Und hier will ich Ihnen einiges erzählen, was Sie machen können. Das sind so die Kessel, die man vorfindet. Millionenfach leider immer noch sind solche Kessel in den Heizungsräumen, die längst raus müssten. Aber solange der Kaminkehrer nichts sagt, passt schon. Die Leute sagen immer zu mir, ja, der Kaminkehrer ist zufrieden. So, wenn der Kaminkehrer zufrieden ist, dann sagt das noch gar nichts. Der Kaminkehrer, ja, Dankeschön. Der Kaminkehrer, dem interessiert, ob Sie eine saubere Verbrennung haben. Das ist für den Kaminkehrer interessant. Ob der Brenner sauber verbrennt. Das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Das ist jetzt ein Warmwasserspeicher mit einem Topfbrenner, nennt man das. Sind auch noch 100.000-fach in den Kellern. Das ist die einfachste, billigste Technik aus der Steinzeit, die längst eliminiert werden müsste. Aber sind halt noch vorhanden. Und hier wird es interessant, die Wärmebilanz einer Altanlage und einer Neuanlage. Und jetzt kommt der Kaminkehrer wieder ins Spiel. Ein Kaminkehrer interessiert die Abgasverluste. Also diese 10%, das ist das, was der Kaminkehrer betrachtet und sonst gar nichts. Wir haben aber Verteilungsverluste, wir haben Oberflächenverluste und daraus entsteht dann die Nutzwärme,
Das heißt, die Energie, die ich einsetze, die ich tatsächlich nutzen kann, die ich bezahlt habe und die ich nutzen kann, die anderen 40% sind weg. Irgendwie ins Freie gelüftet und vagabundierende Wärme nennen wir sowas, die irgendwo hingeht, manchmal vielleicht sogar als sinnvoll, aber eher nicht. Also unkontrollierte Wärme. Das heißt, Oberflächenverluste, was sind das? Oberflächenverluste sind in erster Linie zu groß ausgelegte Kessel. Dann sind es Verbrennungsluftöffnungen in den Heizräumen, sind Öffnungen da, müssen auch da sein. Da schaut der Kaminkehrer wieder, dass genügend Sauerstoff da ist für die Flamme, für die Verbrennung. Da sind also meistens so Kunststoffschächte oder das Kellerfenster ist offen, damit Sauerstoff genügend da ist, wie auch immer. Und da gibt es wesentlich bessere Situationen heute, die aber da nicht berücksichtigt werden. Also das ist Teil der Oberflächenverluste. Ein Oberflächenverlust ist auch, wenn der Kessel zu groß ist. Früher ist man hergegangen und hat gesagt, ja, wie beim Metzger darf es ein bisschen mehr sein, machen wir doch einen größeren Kessel rein. Wir bauen vielleicht nochmal was an, machen wir gleich einen großen rein. Manche haben dann noch auf Schwimmbad überlegt und haben gesagt, dann haben wir ja einen zu großen Kessel. Und das sind Verluste ohne Ende. Das ist also, wenn man den einmal eingebaut hat und der ist 30 Jahre drin, das ist also Geldvernichtung. Richtige Geldvernichtung ist das. Also zu große Kessel, dann Kessel, die auf Konstantbetrieb laufen. Das heißt, die sind dann ständig auf 75 Grad, ob es jetzt notwendig ist oder nicht, und strahlen Wärme ab. Und der Kessel zirkuliert ja mit dem Kamin. Der Kamin muss ziehen, also der zieht aus dem Kessel die Wärme raus und bringt es über den Kamin hinaus, obwohl er steht, er läuft gar nicht. Sondern die Wärme wird also entzogen vom Kessel und zugleich kommt dann noch kalte Luft über die Verbrennungsluftöffnung rein. Also ungünstiger geht es nicht. Ein Heizraum, der müsste am besten gedämmt sein von allen Räumen, weil die Energie, die ich dort erzeuge, oder die Wärme, die möchte ich ja im Heizungssystem und für Warmwasser haben und nicht irgendwo hingehen. Dass ich vielleicht einen Keller-Nebenraum damit heizt, den ich eigentlich gar nicht benutze oder so, das ist eigentlich sinnlos. Also das sind so die Punkte, wo der Kaminkehrer sich nicht interessiert, aber die unheimlich wichtig wären. Dann haben wir Verteilungsverluste. Was sind Verteilungsverluste? Verteilungsverluste kommt von den Rohren, die ganzen Warmwasserrohre, Heizungsrohre und Warmwasserrohre, wenn schlecht gedämmt sind. Meistens sind die einmal gedämmt worden beim Einbau der Heizung und dann ist nie mehr was gemacht worden. Und wenn ich da reinkomme und messe da, dann sehe ich gerade so, wie die Wärme ständig weggeht, weil die Isolierung oder die Dämmung der Rohre schadhaft ist oder auch nach altem Standard ist. Da gibt es halt wesentlich bessere Dämmungen. Und wenn man mal bedenkt, dass so eine Isolierung, also das nachzuisolieren, das kostet im Schnitt zwischen 500 und 800 Euro. Das ist die geringste Investition bei einer Investition einer Heizungssanierung, die sich aber am schnellsten bezahlt macht. Aber genau die wird nicht gemacht, denn der Heizungsbauer hat nicht die Vorgabe vom Gesetzgeber, dass er die alten Rohre dämmen muss. Er muss nur die Rohre dämmen, die er bei der Sanierung verändert. Also nur die er angreift und abändert, die muss er dämmen. Aber den Altbestand interessiert den Heizungsbauer nicht. Wenn ich den Heizungsbauer das vorwerfe, dann sagt er, ja, aber das geht ja mich nichts an, da gibt es doch Dämmfirmen, ich bin doch keine Dämmfirma, ich bin Heizungsbauer. Ne? Und der Kunde meint, naja, der Heizungsbauer muss es ja eigentlich wissen. Also keiner kümmert sich um das Thema. Und so geht Energie verloren ohne Ende und das seit 60, 70 Jahren. Und also hier muss man dann einen Hebel ansetzen bei den Verteilungs- und Oberflächenverluste, die Abgasverluste werden dann automatisch durch einen neuen Kessel wesentlich geringer sein. Und jetzt baue ich eine Neuanlage, dann komme ich aber nicht auf 100%, 10% Verluste werde ich immer haben, die kann ich nicht vermeiden. Also auch trotz guter Dämmung, es wird immer noch ein gewisser Verlust entstehen und natürlich Abgasverlust in erster Linie. Aber wir sehen daraus 60 zu 90, wir haben 30% Energie eingespart und ich denke, das ist erheblich. Ich wette, dass von 100 Sanierungen, die durchgeführt werden, sind vielleicht 5, sollen 10 dabei sein, die diese 30% einsparen. Der Rest liegt bei 10% Einsparung, vielleicht im Einzelfall mal 15%, aber nicht mehr. Also man müsste dann wirklich einen Fachmann hinzuziehen, nicht dem Heizungsbau allein das überlassen,
Denn der Heizungsbauer hat auch das Problem, das er mir dann erzählt, sagt er, wenn ich alles so anbiete, wie es rechtmäßig oder wie Sie sagen, dann liege ich mit meinem Angebot um 20% höher wie mein Wettbewerber. Und das mache ich dreimal und jedes Mal wird mein Angebot in den Papierkorb geschmissen, weil ich der Teuerste bin. Und beim vierten Mal sage ich, ich bin noch nicht blöd. Jetzt machen wir auch so ein Angebot, so ein Teilangebot nenne ich es mal. Und dann kriege ich einen Auftrag. Also aus seiner Sicht verständlich. Ne? Also braucht man einen Mittelsmann, einen Neutralen, der dann dazwischen steht und sagt, Moment, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. Das müssen wir haben, das brauchen wir nicht. Dann haben Sie Ihr Geld sinnvoll und effizient ausgegeben. Ja, und dann gibt es also folgende Möglichkeiten. Wenn ich schon Gas im Haus habe, kann ich die Gasbrennwerttechnik einsetzen, hat eine sehr hohe Energieeinsparung. Auf keinen Fall einen Niedertemperaturkessel, der immer noch am Markt ist, einsetzen. Niedertemperaturkessel sind seit 30 Jahren Geschichte. Die gehören ins Museum, die werden aber nach wie vor angeboten. Der Hersteller der Kessel sagt, nach mir die Sintflut, Umsatz ist Umsatz. Es gibt kein Verbot dafür. Das wird zwar jetzt irgendwann kommen, aber die letzten 10, 15 Jahre wurden Niedertemperaturkessel nach wie vor angeboten. Die sind dann vielleicht 500 Euro billiger wie ein Brennwertkessel, aber die werden gekauft. Und ich war selber 7 Jahre bei einem großen Kesselhersteller. Und wie damals die Brennwerttechnik vor über 20 Jahren rausgekommen ist, da habe ich zum Produktionsleiter gesagt, jetzt können wir ja die alten Kessel wegschmeißen, die können wir einstampfen, brauchen wir nicht mehr. Hat er gesagt, sind Sie verrückt? Es gibt Bauträger, es gibt Billigkäufer und Umsatz ist Umsatz. Wenn es wir nicht machen, der Wettbewerb macht es, der verkauft die Kessel. Und wenn man weiß, dass 70% der Kessel über Bauträger gekauft werden, dann weiß man, dass das nach wie vor für die Kesselhersteller ein gutes Geschäft ist, auch wenn sie alte Technik einbauen. Also von daher, Niedertemperaturkessel oder manche nennen es Hochtemperatur, wie auch immer, oder ein Hersteller sagt Tieftemperaturkessel, kann man alles vergessen. Ne? Also Gasbrennwert oder wenn dann schon Öl sein muss, dann Ölbrennwertkessel. Blockheizkraftwerk wird immer interessanter, immer wichtiger. Und ein Blockheizkraftwerk muss man sich vorstellen wie ein Automotor mit einer Lichtmaschine. Nichts anderes ist das. Das ist ein Gasmotor, der im Keller steht, der einen Generator hat, also eine Lichtmaschine. Der erzeugt Wärme wie jeder andere Kessel und erzeugt zugleich Strom. Also soweit schon mal 100% intelligenter, als wie nur ein Heizkessel sich in den Keller zu stellen, wenn ich beides machen kann. Aber das Problem ist, bei Kleinanlagen, ich sage jetzt Einfamilienhäuser, auch Zweifamilienhäuser, wir haben mehrere Monate im Jahr haben wir keinen Heizbedarf. Sagen wir mal Juli, August, September, wo wir nur einen Wasserbedarf haben. Und da ein BHKW laufen zu lassen, das wäre sinnlos. Das schaltet dauernd ab, also wir müssen es ins Laufen bringen. Ein Blockheizkraftwerk sollte im Jahr 4000 Stunden laufen, von 8640 möglichen Stunden im Jahr. Weiß jemand, wie viele Stunden ein Heizkessel im Schnitt läuft im Jahr? Es liegt ungefähr zwischen 1200 Stunden und 1500 Stunden. Das ist das, was normaler Heizkessel läuft, je nachdem, ob er gut oder schlecht ausgelegt ist. Ich habe auch Heizkessel gehabt, die sind bloß 1000 Stunden gelaufen, also eigentlich eine Katastrophe, viel zu groß ausgelegt. Aber ein Heizkessel, wenn er sehr gut ausgelegt ist, sollte er 2000 Stunden im Jahr laufen. Aber nicht 4000 Stunden, wie jetzt das BHKW laufen sollte, damit es wirtschaftlich wird. Weil das kostet natürlich wesentlich mehr und über die Stromerzeugung amortisiert sich das Ganze. Wenn das aber steht, weil es keine Wärme erzeugen muss, dann erzeugt es auch keinen Strom. Also brauche ich ein Blockheizkraftwerk, das möglichst klein ausgelegt ist, wärmetechnisch gesehen, und das dann auch noch im Winter, wenn es richtig kalt ist, einen Brenner zusätzlich hat, um dann auch die Winterleistung, also den höheren Wärmebedarf zu leisten. Diese modulierenden Blockheizkraftwerke gibt es inzwischen auf dem Markt, die fahren, modulieren in der Leistung rauf und runter und dann ist ein Blockheizkraftwerk durchaus ein Thema. Dann kann man darüber nachdenken. Je größer ein Haus, desto wichtiger. Sagen wir mal, ab 5 Familienhaus ist ein BHKW schon keine Frage mehr.
bis zum Fünffamilienhaus muss man überlegen, muss man rechnen, ist es interessant, ist es wirtschaftlich oder nicht. Dann kommt der Pelletskessel. Der Pelletskessel ist der Kessel der Zukunft und ich hoffe, dass inzwischen die Akzeptanz für Pellets größer geworden ist wie die letzten 10, 15 Jahre. Es gab in der Bevölkerung gewisse, ja, ich sag Falschinformationen, wie auch immer, oder Abneigung gegen Pelletskessel. Und ich sage Ihnen mal eine Zahl. Es wurden so im Schnitt 20.000 Pelletskessel im Jahr neu eingebaut. Von 600.000 Kessel, die die deutsche Industrie im Jahr herstellt. 20.000 Kessel nur Pellets. Also Peanuts. Und da sagen die Leute zu mir, ja, wir wollen ja den Wald nicht abholzen und was auch immer. Also ich kann nur sagen, hoffentlich kapieren es immer mehr, dass Pellets ein nachwachsender Rohstoff ist, den wir Gott sei Dank genügend haben. Und nicht nur wir, sondern wir haben den in Europa auch. Es gibt Gott sei Dank genügend Wälder. Also mit Pellets kann man wirklich vernünftig in Zukunft heizen, ist CO2-neutral und ist keine zentrale Energie. Wir haben das ja beim Strom, das ständige Thema, dezentrale Stromerzeugung. Auch bei der Heizung, dezentrale Wärme. Zentrale Wärme ist Gas und Öl, das in den Händen von ein paar Großkonzernen liegt. Das ist ein Preis, der ist vorgegeben im Grunde genommen. Da können wir nichts machen. Bei Pellets haben wir viele, viele kleine Schreinereien, Sägewerke, die Pellets herstellen und ist eine vernünftige Zukunftsenergie. Was wäre noch eine Zukunftsenergie, die man unbedingt wissen muss? Weiß das vielleicht jemand? Fernwärme- und Nahwärmeversorgung. Also wir haben speziell im Großraum München haben wir die Geothermie, ist schon relativ gut verbreitet, wird auch noch weiterhin gebohrt. Das kann nicht der Einzelne machen, sondern da muss eine Kommune oder sich mehrere Kommunen zusammentun. Eine Bohrung machen ungefähr 4.000 bis 5.000 Meter Tiefe. Dort findet man in unserer Gegend bis Traunstein rein 90 bis 120 gradiges Wasser. Und dieses heiße Wasser kann man dann in die Haushalte schicken und mit Fernwärme versorgen. Das ist natürlich der ideale Punkt, dass man eine einheimische Energie, eine CO2-freie Energie vorfindet. Hier in der Nähe gibt es Aschheim-Kirchheim. Der Leiter der Geothermie hat zu mir gesagt, bitte sprechen Sie in Ihren Vorträgen drüber. Die Leute, die kapieren nicht, dass Geothermie eine wunderbare Sache ist, dass es ein Glücksfall ist, wenn sie Geothermie bekommen. Er hat das Problem, dass die Bürgermeister, die da investiert haben, die Gemeinden Millionen investiert haben in die Bohrung, die erwarten jetzt von ihm, dass er möglichst viele Neuanschlüsse kriegt. Und die meisten sagen, ah ja, dann mache ich wieder Gas, jetzt habe ich schon Gas, machen wir halt wieder Gas. Auch wenn der Putin irgendwann einmal sagt, nichts mehr Gas, ausgegast, wie auch immer. Aber es wird halt so gemacht und die Geothermie, wenn sie vorhanden ist, ist ein Segen. Und ich würde einen Bürgermeister und einen Gemeinderat nur wählen, wenn er in seinem Programm drinsteht, hat, dezentrale Versorgung, dass die Kommune, das kann auch eine Hackschnitzelversorgung sein als Beispiel, ne? Das muss jetzt nicht Geothermie sein, aber das wäre der Idealfall. Bei der Stadt München gibt es die Fernwärmeversorgung schon seit vielen Jahrzehnten. Und die Fernwärmeversorgung hat in München jetzt einen Aufwind, der ist unheimlich, weil die Leute, also vor allen Dingen große Wohnblöcke, umstellen von Gas und Öl auf Fernwärme wegen der Versorgungssicherheit. Denn das muss man sich vorstellen, ein Wohnblock mit 300 Wohnungen, wenn es mal kalt wird, was dann los ist? Der arme Hausverwalter. Wenn es bloß 2 Stunden kalt ist oder kein Warmwasser da ist, dann klingelt bei uns Telefon unterbrochen. Und jetzt angenommen, wir hätten einmal eine Energieversorgungsunterbrechung, eine längere, das wäre eine Katastrophe. Also die Fernwärme im Raum München, die ja eben vorhanden ist, die hat große Nachfrage. Aber in erster Linie nicht vom Einfamilienhaus, sondern vom Mehrfamilienhaus. Ja, und dann gibt es die Wärmepumpe.
Die Wärmepumpe hat einen Aufwind bekommen die letzten 10 Jahre, das ist unglaublich. Also Wärmepumpen werden eingebaut ohne Ende. Und ich sage jetzt mal so, dass ein Großteil der Wärmepumpen, die eingebaut werden, sind Elektroheizungen. Ist nur ein anderes Wort dafür. Also wenn ich eine Luftwärmepumpe einbaue, dann muss ich davon ausgehen, dass die in Barcelona oder irgendwo am Meer wunderbar angebracht wäre. Aber in unserem Breitengraden ist Luftwärmepumpe eine Elektroheizung. Im Großen und Ganzen nichts anderes. Der Bauträger, auch zum Teil Fertighaushersteller, bieten es an, weil die Investition geringer ist und nach ihm die Sintflut. Haus gekauft und der muss dann schauen, wie er zurechtkommt. Und ich habe schon einige Fälle gehabt, die dann zu mir kommen und sagen, ja, mir frisst der Strom die Haare vom Kopf und helfen Sie mir, helfen Sie mir. So, ja, schwierig, nachträglich zu helfen. Aber die Wärmepumpe hat durchaus ihre Berechtigung, wenn man sie richtig einsetzt und auch mit dem richtigen Umfeld, dass man also das, was dazugehört zur Wärmepumpe, berücksichtigt, das sind natürlich mehr Investitionen. Dann ist die Wärmepumpe durchaus eine Alternative für die Zukunft, aber da komme ich dann noch drauf. Dann haben wir das Solarkraftwerk. Das bezeichne ich speziell als Solarkraftwerk, also nicht als einfache Solaranlage, sondern ich spreche jetzt von der Solarthermie, also nicht von der Photovoltaik, von der Stromerzeugung, sondern Solarthermie. Wenn ich durch die Gegend fahre und schaue mir die Dächer so an, was da am Dach ist, dann denke ich mir, das ist wie in die Isar gepinkelt. 4 Quadratmeter, 5 Quadratmeter Kollektorfläche da oben. Was soll das eigentlich leisten? Was soll das bringen? Das ist Pseudosolar. Weil man sagen kann, ich habe eine Solaranlage. Ich habe noch keinen einzigen gefunden, der mir sagen konnte, wie viel das eigentlich einspart. Wenn ich da jemanden frage, ja, irgendwas wird es schon bringen, so ungefähr. Sage ich, aber jetzt haben sie 5.000, 6.000 Euro ausgegeben und wissen eigentlich noch gar nicht, was sie einsparen. Also die Solaranlage geht bei mir los bei 10 Quadratmeter Kollektorfläche aufwärts, 20, 30, je nach Hausgröße und Dachfläche. Aber da beginnt die Solarthermieanlage und nicht bei 4, 5 Quadratmeter. Das ist sie nicht. Da gehe ich nachher auch noch näher drauf ein. Eine Heizung sollte immer komplett saniert werden. Austauschkessel, dann auch die Pumpen müssen getauscht werden. Die Isolierung, also die Dämmung der Rohre. Und natürlich eine entsprechende digitale Regelung. Ein Minicomputer, der heute Standard ist bei dem neuen Kessel, der auch intelligente Regelungen darstellt, wo die Anlage effizient gefahren wird. Das wäre so zusammengefasst der Punkt. Das wäre jetzt ein Gasbrennwerkgerät, das hängt in der Regel an der Wand. Hier ist die Abgasführung, die ist raumluftunabhängig. Was heißt raumluftunabhängig? Ich hole mir die Verbrennungsluft aus dem Kaminspalt, also nicht mehr aus dem Kellerfenster oder aus der Öffnung, wo es saukalt im Winter reingeht, sondern ich hole mir da, in einem Rohr gebe ich das Abgas ab und im anderen Rohr hole ich mir die Verbrennungsluft über den Kamin oben rein. Das ist schon mal hochintelligent, was das betrifft. Also habe ich schon mal diese Verluste nicht mehr. Dieses Gerät arbeitet mit ungefähr 2 bis 3 Liter Heizwasser. Die alten Hochtemperaturkessel arbeiten mit 50, 60 Liter Heizwasser. Die muss ich im Keller erstmal im Heizkessel erwärmen. Dieses Gerät arbeitet wie ein Durchlauferhitzer. Die 2, 3 Liter hat der 0,x erwärmt und dann wird die Pumpe schiebt es dann durch. Also die ganze Brennwerttechnik ist ein Quantensprung in der Heizung. Und das ist immer noch nicht hundertprozentig rübergekommen, dass die Brennwerttechnik wirklich ein Riesenschritt in die richtige Richtung war, was einen Kessel betrifft. Das wäre jetzt ein Pelletskessel. Pelletskessel, hier sieht man einen Vorratsbehälter, also hier wäre die Lagerung. Da wird es über einen Ventilator rübergeblasen in einen Vorratsbehälter und hier fallen sie dann hier rein in den Brennertopf und werden dann verbrannt. Hier ist dann der Wärmetauscher. Also die Pelletstechnik ist keine hochkomplizierte Technik und kann auch wartungstechnisch selbst in den Griff bekommen werden, wenn man mit einem Staubsauger arbeitet, mit einem entsprechenden, kann man die reinigen. Es geht hier hauptsächlich um Reinigung.
Und ansonsten hat der Heizungsbauer nur mal die Aufgabe zu schauen, ob irgendwelche Schrauben mal locker sind, dass er keine falsche Luft zieht und keine schlechte Verbrennung entsteht und einmal einen Wirkungsgrad zu messen. Aber wenn ein bisschen einer geschickt ist, kann er sein Pelletskessel selbst warten sozusagen. Das wäre jetzt die Wärmepumpe mit einem Eisspeicher. Also in dem Moment, wo eine Wärmepumpe eingesetzt ist, muss ich eine regenerative Energie finden, die wirklich dauerhaft vorhanden ist, die unkompliziert ist, die nicht irgendwelchen Unwägbarkeiten unterliegt. Wir haben zum Beispiel die Situation gehabt bei Grundwasserwärmepumpen, wo man Grundwasser genommen hat als regenerativ, was ja eigentlich gut ist. Aber dann hat man einen heißen Sommer, da ist der Grundwasserspiegel gefallen und die Wärmepumpen sind trocken gelaufen. Reihenweise hat bei mir das Telefon geklingelt, können Sie mir helfen? Ich meine, ist trocken gelaufen. So, ja, beten, beten, hoffen, dass es bald wieder regnet. Ja, als Beispiel. Ja. Also, hätte ich hier eine Zisterne, so wie man es hier sieht, da habe ich so 10.000 Liter in etwa drin. Man kann es noch so heiß sein, die 10.000 Liter bleiben da drin. Also der Eisspeicher hat viele Vorteile.